Wer wird zur Miss Austria 2016 erblühen? Spitz-Kirschblüten-Frizzante wünscht Ihnen prickelnde Spannung. Und hier sind wir wieder. Ich weiß, dass die männlichen Zuschauer sich ganz besonders wieder heute auf diesen Termin freuen, 20 Uhr auf R9. Es heißt nämlich, wer wird Miss Austria 2016? Und hier im Missencamp in Oberösterreich, Silvia Schneider und ich haben schon einen Geheimfavoriten, aber darüber reden wir natürlich nicht. Wir sind absolut neutral. Ja, die jungen Damen sind fantastisch gewesen letzte Woche. Ich bin überzeugt, dass sie Ihnen heute genauso gut gefallen werden. Hier in der Therme Gainberg in Oberösterreich werden die 20 schönsten Frauen Österreichs eine Woche lang auf die Wahl zur Miss Austria vorbereitet. Jedes Bundesland schickt seine Miss und Vizemiss ins Rennen um den begehrten Titel. Plus zwei Missen, die von ganz Österreich bei einer Online-Wahl gewählt werden. Geht's für unsere 20 Missen aufs glatte Tanzparkett. In dem Sinne, meine Herren, auf geht's, engagieren. Jeder Herr holt sich eine Dame. 20 junge Herren warten darauf, den schönsten Frauen Österreichs das Tanzen beizubringen. Bei manchen klappt das gut, bei anderen nicht ganz so sehr. Über das Können der jungen Paare wacht Jörg Hippmann. Er leitet das Tanzwerk Wels und weiß, warum eine Miss auch in der Disziplin Tanz top sein sollte. Ich denke mal, wenn sie auf ein Event kommt und auch aufgefordert wird, ist schon wichtig, dass du ein bisschen sagst, du kannst mithalten und nicht nur dastehen und ein bisschen wackeln, sondern sich zu bewegen, anmutig oder lustig, gehört schon dazu. Uns sticht Miss Oberösterreich ins Auge. Sie hat ganz besonders viel Spaß am Parkett. Oder liegt es am Partner? Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe vorher, also war ich noch nie tanzen, aber ich hatte so einen tollen Tanzpartner, der hat das wirklich, also wenn ein Mann richtig führt, dann lernt man das irgendwie sofort. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Er ist ein sehr sympathischer junger Mann, ja. Das habe ich schon wieder gemerkt. Nicht ganz so souverän beim Flirten und bei der Fußarbeit wie ihre Kollegin stellt sich unsere charmante Vizemiss online an. Da trippelt auch das schönste Füßchen ab und zu daneben. Eins, zwei und zurück. Also ich hoffe, der Herr verzeiht mir das, weil ich glaube, ich bin dem 10-mal auf die Füße gestiegen, aber ich habe mich sehr bemüht. Aber es war sehr lehrreich und voll lustig. Unsere Missen haben sichtlich Spaß bei der Arbeit. Nur so viel Beinarbeit macht hungrig. Gut, wenn man vom Tanzsaal gleich in den Speisesaal kann. Aber halt! Benimmcoach Christoph Hippmann macht den hungrigen Missen einen wohlerzogenen Strich durch die Rechnung. So war es noch cleverer, weil die Gefahr, dass man sich irgendwie aufbotzt, ist weniger gegeben. Ja, wir haben ein kleines Anti-Blamier-Programm vor uns, wo sich dann keiner mehr blamieren muss, aber natürlich auch Kunden, Geschäftspartner, nichts bloßzustellen. Einmal quer durch den Etikette-Gemüsegarten, sprich vom richtigen Grüßen und Begrüßen, von der gewissen Körperhaltung bis hin eben zum Galadiner, wo wir einfach schauen, okay gut, die Tipps und Tricks zu geben, damit sich dann keiner mehr, oh Gott, überfordert fühlt. Besteck. Entscheidend ist, dass das Brotteil des Links steht, eins ist. Gell? Christoph Hippmann ist Experte, wenn es um gutes Benehmen geht. Er ist dafür zuständig, dass sich solche Szenen bei unseren Missen nie abspielen. I just want to head my shipyard. Slippery little suckers. Oh ja, ich glaube, wenn ich Schnecken essen würde, wird mir auch eine so wegfliegen wahrscheinlich. Es wäre auch so eine Sache, die mir passieren würde. Darf man aus dieser Suppe auch trinken? Ja? Ja. Tatsächlich, deswegen hat sie eben diese klassischen Henkel, aber bitte nur dann an einem Henkel anfassen, so wie beim Kaffeehäferl.
Umso länger das Benimm-Coaching dauert, sind auch unsere Missen plötzlich Prinzessin. What else? Man fühlt sich auf jeden Fall viel aufrechter und man hat doch irgendwie eine andere Haltung gleich. Ja, also man gibt sich da schon Mühe. Jetzt steht ein glamouröses Retro-Shooting am Programm. Dafür werden die Missen im 60s-Look gestylt. Christian Sturmeier von Sturmeier Coiffeur hat sich dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, wir haben hier einen 60er-Jahr-Look. Also ich habe mich dort sehr inspirieren lassen von Grace Kelly. Die hat immer wahnsinnig schöne Chignons gehabt. Und wir brechen aber das Ganze ein wenig auf. Im vorderen Bereich haben wir dann das Ganze etwas welliger und unsauberer, aber im hinteren Bereich eben wirklich eher clean und schön, so wie man es einfach in die 60er-Jahre getragen hat. Gleich nebenan schminkt das Styling-Team von Cambio. Heute ist starkes Make-up angesagt. Wir schminken heute den 60-Look, sprich schönen Eyeliner, pinke Lippen und schöne plakative Augenbrauen. Mit einem dicken Eyeliner, soweit ich weiß, also ich habe es noch nicht gesehen. Und rote Lippen habe ich schon an einem anderen Mädchen gesehen. Also ich bin gespannt, wie ich später ausschauen werde. Geshootet wird im Oriental Spa der Thermik Einberg. Das helle Ambiente passt perfekt zur eleganten Mode von Irina Hofer. Die Designerin ist für ihren glamourösen Retro-Look bekannt. Sie ist Künstlerin und Perfektionistin in einem und setzt Kurven sexy in Szene. Ja, grundsätzlich orientiere ich mich an der Silhouette der 50er und 60er Jahre und will eben diese Weiblichkeit aufleben lassen und Frauen eben quasi Werkzeug geben, dass sie das ausdrücken, was sie innen fühlen. Und da ist eben meine Kleidung, glaube ich, der richtige Weg dafür. Die Missen können ihr Glück kaum fassen. Einmal 50er Jahre und zurück. Klar, dass einem da die Worte fehlen können. Es ist so schön. Es sind wunderschöne Kleider, ich kann mich nicht beklagen und finde, die sehen alle super aus in den Kleidern. Also ich habe schon mal ein perfektes Brautkleid gefunden, das würde ich gleich mitnehmen. Von den 50s zurück ins Hier und Jetzt. Den Missen steht ein Tag voller Workshops bevor. Und da dreht sich alles rund um Personality. Denn wer Miss Austria 2016 werden will, muss nicht nur im Brautkleid glänzen. Perfektes Auftreten für eine Miss, ein Muss. Nicht nur Etikette und Aussehen gehören zum Gesamtpaket. Wer gerade die Miss Austria Corporation unter der Silvia Schacher-Mayr in den letzten 5 Jahren endlich geändert hat, dass hier nicht ums Aussehen geht. Es geht ums Herz in erster Linie. Es geht um das, was im Köpfchen ist. Und deshalb ist das so wichtig. Ja, es ist sicher eine der Hauptaufgaben einer jeden Miss Austria oder einer Finalistin, dass man auch karitative Projekte unterstützt, dass man Schirmherrin von verschiedenen Organisationen ist. Und da muss man auch ein gewisses Engagement mitbringen, um das durchsetzen zu können. Weil eine Miss einfach eine Botschafterin ist, nicht nur die Beauty-Botschafterin Österreichs, sondern auch Botschafterin für soziale und karitative Projekte und jetzt neu auch natürlich für den Umweltschutz. Unsere Mädels sind nicht nur schön, sondern die haben auch wirklich was am Kasten. Und das haben sie alle bewiesen. Jedes Bundesland präsentiert vor der Expertenjury sein ganz persönliches Projekt. Einerseits mit Spendenboxen und wir wollen den Leuten Lose verkaufen. So viel Engagement auf einen Fleck ist selten. Also ich finde das unheimlich toll. Wir haben ja bei uns einen Award auch quasi die Jugend als eine eigene Kategorie. Und ich glaube, Jugend ist Zukunft. Und wenn die Jugend sich jetzt eigentlich Gedanken macht darüber, dass sagt, na, wie kann ich ein Projekt umsetzen, wie kann ich eigentlich Kindern helfen, super. Ich denke mal, einerseits gibt es gute Kontakte zu den Kindern. Also das ist für die jungen Damen, habe ich gehört, heute durchgehört, sehr wesentlich und sehr wichtig in ihrem sozialen Engagement. Andererseits ist es für uns natürlich schön, dass die Marke SOS Kinderdorf von jungen Frauen weiter beworben wird und durch Österreich getragen wird. Ich habe einen ganz persönlichen Bezug zu Kindern, die nämlich Miss Kärnten im Alleinzug. Ihre Vizemiss hat krankheitshalber das Camp verlassen müssen. Nichtsdestotrotz hat sie die Jury überzeugt. Ich habe voll die Freude, weil es waren wirklich tolle Präsentationen und die Mädels haben das alle super gemacht. Und es war echt wirklich, ich glaube, schwierig für die Jury, das zu entscheiden. Aber ich habe wirklich eine große Freude, dass Kärnten jetzt gewonnen hat. Die Leute für sein Charity-Projekt gewinnen.
keine leichte Aufgabe. Ja, also man muss natürlich bei Charity überzeugend sein in dem, was man tut. Das heißt wirklich an einem Projekt arbeiten, dran hängen und es mit Herzblut verkaufen, dann hat man schon Erfolg. Dann erwischt man nämlich auch die Menschen dort, wo es eigentlich passieren sollte, bei Charity im Herzen, und dann wird das sicher eine tolle Sache. Es nutzt nichts, wenn man jetzt jeden Tag woanders hinrennt und andere Charities beglückt im Auftreten, ist sicher auch, hat auch seinen Sinn, aber sollte nicht das Zielführende sein. Also wirklich nachhaltig was machen, aktiv sein und sein Herzblut da reinstecken. Endlos lange Beine, super Bodies, strahlende Gesichter. Beim Catwalk-Training geht den Finalistinnen auch das Herz auf. Aber den Catwalk muss man üben. Immerhin heißt es für drei der Finalistinnen nicht nur in Österreich eine gute Figur machen, sondern raus in die Welt und das Land international repräsentieren. Also wir arbeiten seit Anfang des Jahres mit allen drei großen internationalen Bewerbern zusammen, mit Miss World, Miss Universe und Miss Earth. Und Miss World ist halt stark karitativ. Da geht es sehr viel um Charity-Projekte, um Kinder, um Krebshilfe. Miss Universe ist halt dieser typisch amerikanische Beauty-Pageant. Da geht es um Auftreten, um Sexiness, um Glamour, um Bühnenpräsenz. Und Miss Earth ist sehr umweltlastig. Und hier werden wir gemeinsam mit Energy Globe ein tolles Projekt für unsere Siegermissen auf die Beine stellen. Insiderwissen gibt's für die Missen heute obendrauf, denn bei internationalen Bewerben geht's anders zu als daheim. In Realität, hinter den Kulissen ist es ein tougher Job mit relativ wenig Schlaf, aber auch ein schöner Job. Also es ist also man steht auch gerne auf und man investiert auch sehr gerne seine Kapazitäten und seine Ausdauer. Auf jeden Fall seine Natürlichkeit bewahren, nicht vergessen, wer man ist, und trotzdem professionell sein auf jeden Fall und genug Cocktailkleider mitnehmen. Ja, weil man dort wirklich immer top gestylt sein muss, auch zum Frühstück, und da braucht man viele verschiedene Cocktailkleider. Auch im legeren Look machen die Missen am Catwalk eine gute Figur. Kaum zu glauben, dass hier noch geübt wird. Der Hüftschwung sitzt, das Lächeln strahlend. Topmodel Patricia Kaiser legt noch letzten Schliff an den Missen an. Sie ist seit 16 Jahren im Model-Business und weiß, wie der Walk perfekt wird. Präsenz, zack. Wir haben eine Hüfte. Das heißt, wir können sie mitnehmen. Es gilt eigentlich für alle. Beinlänge ausnützen. Also ich sage immer, Beine bleiben Beine. Und die kann man nicht wegtauschen, kann man nicht ändern. Und somit muss man das Bestmögliche herauskitzeln aus den Mädels. Ja, natürlich, kurze Beine müssen schauen, dass sie sich mehr strecken, dass sie sie länger machen optisch. Und das geht, indem man die Knie besser durchstreckt, dass man wirklich einen stabilen, festen Gang hat. One more time. One more time. Körperspannung, Körperspannung. Und die Tipps vom Profi werden direkt umgesetzt. Dass man wirklich sich darauf konzentriert, was repräsentiere ich gerade für Mode? Ist es etwas Elegantes? Da muss ich natürlich ein bisschen einen strengeren Blick haben. Ist es ein Petticoat? Da kann es natürlich ein Lachender oder ein Grinser sein. Es war total interessant, vor allem weil die Patricia Kaiser ja ein Topmodel ist sozusagen. Und sie hat uns wirklich sehr gute Tipps geben können, sei es jetzt nur was das Armschwingen betrifft oder dass man in der Hüfte ein bisschen lockerer werden sollte. Und hat einfach jeden auch mitgegeben, viel Selbstbewusstsein auf der Bühne zu haben und es einfach schön auszustrahlen und einfach glücklich sein sozusagen und Spaß zu haben. Ja, meine Schwachstellen beim Catwalk sind vor allem mit der Schulter, weil ich mache relativ viel Sport und dadurch habe ich jetzt, glaube ich immer, ich habe eine schlechte Haltung und habe keine, und dadurch gebe ich meine Schultern zu weit nach hinten, aber sonst eigentlich passt es super. Dreieck, Schnappatmung, Venezuela-Style. Posing hat viele Namen und viele Gesichter. Die Zweitplatzierte der Miss Earth-Wahl 2013, Katja Wagner, macht vor, wie unterschiedlich auf der Welt gepost wird. So soll es dann auch bei den internationalen Bewerben klappen. Problem, sage ich einmal, was die Europäerinnen oft haben beim Posen, ist, dass es sehr straight ist, sehr geradlinig, weil wir das gelernt haben aus Mailand, von den ganzen Modeschauen und Modewochen. Hingegen in Asien ist es mehr elegant, mehr fancy, und in Südamerika, da hauen sie es raus, also da ist es sexy, da geht es um die Kurven, da geht es um ein übertriebenes, um einen übertriebenen Walk eigentlich. Also Posing ist nicht gleich Posing. Abwechslung und durchaus auch mal auf die Tube drücken ist erlaubt.
Das Schwierigste am Posen ist für mich, möglichst viele verschiedene Posen zu machen, weil es ist natürlich langweilig, wenn man immer dieselbe Pose macht, vor allem wenn 20 Mädels alle dieselbe Pose machen. Mittendrin im Catwalk- und Posing-Training schaut eine glitzernde Portion Motivation vorbei. Diese Krone von BK Crystals. Nur eine wird sie tragen dürfen. Aber bei der Akademie kann man dem guten Stück zumindest schon mal ziemlich, ziemlich nahe kommen. Zwar weniger Bling-Bling, aber stylisch sind die guten Stücke von Wooden Friends. Damit behält Miss auch bei strahlendem Sonnenschein den Durchblick. Und wenn man schon dabei ist, sich wie die gekrönte Miss Austria zu fühlen, kann man doch auch gleich mal mit dem niegelnagelneuen Auto, das der Siegerin winkt, auf Tuchfühlung gehen. Hi! Und jetzt heißt für die Missen mit sich selbst auf Tuchfühlung gehen. Beim Schauspielworkshop mit Mortesa Tavakuli und Barbara Kaudelka. Die beiden Schauspieler vom Acting Center Tavakuli wollen von den Missen alles. Aus sich rausgehen, sich gehen lassen, Emotionen zeigen, lautet hier die Devise. Ich und Patrick ziehen zusammen. Es passt absolut nicht mehr. Also echt, ihr verarscht mich von hinten bis vorne. Es ist keine Alltagssituation, aber doch irgendwie, also es wird halt etwas, was du schon mal erlebt hast, wird in dir so wieder ausgelöst. Und du musst halt dann damit umgehen können in dem Moment. Sein Körper. Ja, ich weiß. Eine Miss muss Emotionen zeigen können, muss aber wissen, wann und wie. Und ich glaube, dass gerade solche Schauspielworkshops eben genau das zeigen. Wann darf ich Emotionen zeigen? Wie kann ich sie am besten kontrollieren? Und wann ist es okay, dass ich auch einmal mich gehen lasse und sage, okay, so bin ich halt wirklich. Und es ist auch okay, dass ich einmal so bin, wie ich bin. Schatz, beruhig dich, das kriegen wir schon wieder hin. Aber ich muss zuerst mein Haus bauen. Ja, so haben sich die Mitstreiterinnen noch nie kennengelernt. Hilfe dir fürs Leben gerne. Danke, du bist so eine gute Freundin. Ich weiß. Wir haben alle, glaube ich, extrem viel gelacht und alle extrem viel Spaß dabei gehabt. War echt einmal cool, so zwischendurch einmal so einen Workshop zu haben. Jetzt habe ich die Mädels mal so gesehen und es war total lustig. Und da lernen wir uns halt immer noch besser kennen und ich habe das jetzt super gefunden. Ja, weil da weiß man jetzt wirklich, wie der so auch ist. Sehr lustig, sehr humorvoll, aber auch traurig. Also da hat man wirklich mitgefiebert. Improvisieren, eine Eigenschaft, die den Finalistinnen bei der Wahl zur Miss Austria helfen soll. Wir wollten, dass sie aus ihrer eigenen Emotionspalette wählen können. Wir wollten, dass sie ein bisschen aus sich rausgehen, sie ein bisschen aus der Reserve locken. Wir wollten, dass sie Spaß haben, sich emotional ein bisschen auf unsicheres Terrain vorwagen können, weil Improvisation ist immer ein bisschen unsicher. Und ich bin sowieso so ein großer Fan von branchenübergreifend zu arbeiten. In Amerika, in Hollywood ist es gang und gäbe, dass Models, Sänger, Tänzer in großen Blockbuster-Produktionen auch mitwirken. Am Ende des Personality Days wird's nochmal spannend für die Missen. Die ganzen Akademietage haben sie es schon erlebt. Interviews am laufenden Band geben. Kommunikationsexperte Bernd Siebor von Intomedia weiß, welche Fettnäpfchen man wie vermeidet und testet die Missen gleich mal im knallharten Interview. Warum? Dürfen Sie nichts sagen? Nein, gar nicht, dass ich nichts sagen darf, sondern das ist jetzt einfach nur, ich möchte mich einfach da zurückhalten. Okay, das würde ich jetzt so nicht machen. Ich stehe nämlich hier als Miss Niederösterreich oder Vize-Miss Niederösterreich und ich möchte Miss Austria werden. Mhm. Ich möchte nicht Bundeskanzler werden. Auch beim Finale müssen die Missen im Interview glänzen. Und spätestens danach steht die Presse dann Schlange. Nervosität gehört vor Interviews und vor Auftritten einfach dazu. Da ist sich auch der Interviewprofi sicher. Grundsätzlich ist Nervosität bis zu einem bestimmten Grad was sehr Positives. Wenn ich selber nicht brenne, wie will ich denn andere Leute entflammen und von mir überzeugen? Also das gehört dazu. Wenn man zu nervös ist, gibt es natürlich einzelne Übungen. Und man kann vor allem eines machen, man sollte die Ansprüche an sich selber runterschrauben. Man sollte sich selber so zeigen, wie man ist, auf Deutsch gesagt authentisch rüberkommen. Das ist meiner Meinung nach das Hauptkriterium, damit etwas gut wirkt. Da haben wir jetzt super Tipps bekommen, und zwar tief durchatmen, natürlich mal kurz hinsetzen und einfach mal auf etwas Schönes denken. Also schön langsam werde ich auch nervös, es wird nämlich spannend. Wir haben schon eine Favoritin oder zwei sogar, aber wir werden es nicht sagen, wir sind ja neutral.
Aber die Mädchen, man spürt schon die Anspannung, gell? Man spürt die Anspannung, aber was mich wundert, die bleiben trotzdem sehr integer gegenüber sich selbst und sind sehr nett zueinander und helfen sich auch gegenseitig. Also man kann da echt stolz sein, was passiert. 20 Missen, die auch 20 gute Freundinnen sind. Und das sollten Sie auch nächste Woche nicht missen. Na, war das genial, ja? Ich finde schon. Bist du deppert? Wir sollten beim Fernsehen arbeiten. Du sollst Miss Austria werden. Cut. Tagwache bei der Missenakademie. Das Motto: Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Oder so. Im passenden Outfit von Traunsteinsport beginnt der Tag mit viel Schweiß und einer großen Portion Müdigkeit. Ja, ich bin eigentlich noch ziemlich müde, aber ich freue mich trotzdem, dass wir heute wieder eine Sporteinheit haben und schauen wir mal, wie es wird. Morgensport ist halt wichtig und es soll immer wieder eingesetzt werden, wo auch immer wir sind. Und ja, das gehört eben dazu, zur guten Figur. Hilft aber alles nichts. John Harris Fitnesscoach Mario Hautzenberger hat sich für die Sportchallenge einen besonderen Parcours einfallen lassen. Da heißt's: Körpereinsatz und volle Power geben. Es geht drunter und drüber. Sie haben einen Parcours durchlaufen müssen und es hat halt mehrere verschiedene Stationen gegeben. Also sie haben sowohl auch Kraftübungen wie auch Übungen, wo es halt einfach um Schnelligkeit ging, bewältigen müssen. Und sie haben sich alle voll bemüht und es hat mir voll gefallen. Es ist auch ein bisschen um Teamwork gegangen. Es hat immer jedes Bundesland zusammengeholfen. Ja, es war ziemlich lustig und ich glaube, ihnen hat es auch Spaß gemacht. So we should go together. Vor allem mit der richtigen Motivation im Hinterkopf haben die Mädchen das Sporttraining gemeistert. Ich denke an danach, weil da werden wir wieder geschminkt und haben einen Videodreh und auf das freue ich mich schon und jetzt einfach durchbeißen. Trotz knallharter Akademiewoche, die Mädchen haben einmal mehr bewiesen, dass in ihnen echte Missenqualitäten schlummern. Ja, die Mädels waren super. Sie sind zwar schon ein bisschen fertig vor der ganzen Woche, weil sie natürlich ein Wahnsinnsprogramm gehabt haben, aber sie haben nur ein Bestes geben, wir haben sie ein bisschen motiviert und ich glaube, dass sie Spaß gehabt haben. Nach dem Sport ist vor dem Shooting. In den Geinberg-Suiten tobt sich Fotografin Ines Thompson aus. Prickelnder Frizzante von Spitz wird hier richtig in Szene gesetzt. Im chillig-gemütlichen Look oder in heißer Unterwäsche. Wichtig ist heute vor allem der Ausdruck. Heute habe ich vorgehabt, dass ich so Mut Film. Also einfach so Gefühle, die quasi vermittelt werden, wenn man dieses Getränk trinkt. Das war die Anforderung, was natürlich schauspielerisch ein bisschen schwierig war, aber sie haben es echt mega gut umgesetzt. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen. Na dann, einmal entspannen bitte. Aber es geht eben auch darum, dass man nicht wirklich post, sondern auch natürlich reinschaut und man kann Spaß haben, man kann sich wirklich auch entspannen, ja. Und genau so stelle ich mir mein Leben vor, dass ich halt etwas mache, das zwar mit Stress verbunden ist, weil ein Job ist immer mit Stress verbunden, aber er soll Spaß machen und das den ganzen Tag lang. Ja, so lässt sich's nach getaner Arbeit leben. Jeden Tag wartet auf die Missen eine neue Herausforderung. Denn bei diesem Shooting wird gleichzeitig für das Musikvideo von Denise Beiler gedreht. Das war wieder was komplett anderes, weil du bist sonst vor der Fotokamera und weißt halt, jetzt knippst du gleich ab und du weißt ungefähr, wie das ausschaut. Aber jetzt haben wir es auf der Kamera dann gesehen, die Videoaufnahme, und es ist total schön und weich und einfach komplett anders, ja. Gleich zwei Locations hat sich Fotografin Ines Thompson für ihr Shooting ausgesucht. Sommer, Sonne und viel Sand wartet hier auf die Mädchen. Die Freude ist groß, nicht nur bei den Missen. Es ist eine wahre Freude. Die Woche ist eine bunte Action voller Fotoshootings, voller Videodrehs, Laufstegtrainings und so weiter. Aber man sieht, das Team der Therme Geinberg steht voll und ganz hinter der Sache. Wahnsinn, ja, es ist traumhaft und endlich haben wir mal ein paar Minuten gehabt, dass wir uns in den Sand haben legen können. Hast du jetzt eine besonders zarte Haut nach diesem Shooting im Sand? Ja, natürlich ein super Peeling jetzt gerade. Und heute ist auch mal Zeit, um sich vom karibischen Flair anstecken zu lassen. Wir genießen die Zeit hier und das schöne Wetter heute natürlich. Nutzen hier noch in vollen Zügen aus.
Seid ihr ein bisschen crazy? Gehört das dazu? Ja, klar. Warum nicht? Ich meine, es ist ja sonst das ganze Leben so fad. Ob im Sand Regeln oder öffentlich duschen, von Fotografin Thompson gibt's für das allerletzte Shooting auf der Missenakademie großes Lob. Ich arbeite total gern mit Menschen, die eigentlich nicht kameraerfahren sind, weil ich finde, man kann aus denen so viel rausholen und es macht ihnen dann so Freude, wenn man sieht, dass die merken, wie schön sie eigentlich sind. Lob und Anerkennung gibt's außerdem für die Missen vom Team der Miss Austria Corporation. Breites Grinsen, leuchtende Augen und gute Laune bei der Zertifikatsverleihung. Mit Spitzfrizzante stößt das Team auf eine Woche voller Herausforderungen, Aufregung und Emotionen an und freut sich auf den krönenden Abschluss. Die Karibikparty inklusive Fashionshow von Charles Vögele. Die schönsten Frauen des Landes rufen, ist Seifenkaiser Alexander Kramel nicht weit. Er ist heuer erstmals Partner bei der Miss Austria-Wahl. Jede Frau, die was Schönes braucht, Kosmetik oder soll sich schön seifen. Ja. Und die Kosmetik verbindet man immer mit Schönheit und deswegen bin ich da gern dabei. Und damit ist der Oberösterreicher garantiert nicht alleine. Bei diesem Anblick verständlich. Hier wird gegroovt, da eine Hüfte geschwungen. Karibik-Feeling pur und das mitten in der Therme Geinberg. Im ersten Catwalk-Durchgang präsentieren sich die Missen der Öffentlichkeit in Fashion von Charles Vögele. Wie Vollprofis schweben sie über den Catwalk am Wasser. Die erste am Catwalk seien ja eine große Ehre. Wie war es für dich? Es war schon ein nervenaufreibender Moment. Hatte ja so kurz mein Holprer, aber das gehört dazu. Bin ganz kurz ausgerutscht, also ganz vorne am Laufsteg bin ich mal kurz ausgerutscht. Aber das kann passieren, das muss man überspielen und einfach weitermachen. Ich habe meinen Schuh verloren, aber ich habe mir Gott sei Dank keinen Fuß gebrochen und habe das Ganze noch ein bisschen lustig hoffentlich rübergebracht. Wie war es für dich? Was hast du im ersten Moment gedacht bei dem Hoppala? Peinlich, aber ich habe mir gedacht, grinst einfach, lachst einfach weg und vielleicht ist es gar nicht aufgefallen. Vor dem Bikini-Walk werden noch die letzten Posen geprobt. Und dann heißt's Catwalk frei für heiße Beachbodies. Ja, die Stimmung war super und die Musik auch und es hat Spaß gemacht. Also wirklich toll. Nein, also ich war gar nicht aufgeregt im Vorfeld. Es ist eine super Location da und es kann auch gut gehen. War sie allemal, die Missenakademie 2016 in der Therme Geinberg. Mit dem Doppeldurchgang am Catwalk neigt sich die Woche dem Ende. Kaum zu glauben. Ich bin wirklich traurig auch schon, dass es vorbei ist, weil was wir da erleben durften, ist einmalig und ich glaube, das darf auch nicht jeder erleben oder hat nicht jeder die Möglichkeit dazu. Und ich bin einfach traurig, dass es vorbei ist, aber gehe mit voller Motivation auf jeden Fall ins nächste Monat. Ich glaube, wir alle, oder? Genau, ja, auf jeden Fall, wenn wir nochmal mehr Gas geben. Mit Vollgas geht's dann noch zum Party machen. Nochmal das Outfit gewechselt und dann dürfen es sich die Mädchen gut gehen lassen. Nach einer Woche im Missenakademie absolut wohlverdient. In einem echten Luxusschlitten, einem Maserati und mit Chauffeur geht's für die Mädels ins Sugar Free in Ried. Red Carpet Feeling inklusive. Party machen nach so einer Woche erlaubt. Jeder Mensch, ganz egal was er für Berufssparte macht, einfach einmal zu Hause lassen muss, auf Deutsch gesagt. Und haben sie es auch sicher die Missen verdient. Und wenn das so aussieht, dann macht es sogar Spaß, beim Feiern einfach nur zuzusehen. Und wer weiß, wie oft die Mädchen noch dazu kommen. Denn am 23. Juni wird im Casino Baden schon entschieden, wer Miss Austria 2016 wird. Und bis dahin werden die 20 schönsten Frauen des Landes garantiert noch viel damit beschäftigt sein, durchzugehen, was sie alles bei Workshops, Shootings und den Trainings gelernt haben. Vorbereitet sind sie alle bestens. Jetzt heißt's gespannt sein, welche dieser Frauen die Jury vollends überzeugen wird. Miss Austria! Das war's. Man glaubt ja gar nicht, wie schnell 30 Minuten vergehen können, meine Damen und Herren. Aber Silvia Schneider und meine Wenigkeit freuen uns ganz besonders, wenn wir wissen, dass Sie bei der Wahl zur Miss Austria 2016 bei uns auf R9 mit dabei sein werden. Ende Juni, also
Ich freue mich auf Sie.